Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand? Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen. Das tat ich nie. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position? Positiv, Price. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. So, Shepard will uns und Makarov gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen. Vertrauen Sie niemandem. Makarovs und Shepards Männer sollen sich möglichst gegenseitig ausschalten. Wir können mit ihren Funkgeräten ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsheld. Er hat ihren Einsatzplan und einen Blankoscheck. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen, und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass Sie es keine Woche schaffen werden.
genauso wenig wie Sie. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Weiß, Sie werden merken, dass das... Genauso wenig wie Sie. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Weiß, Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. Sandstürme rund um Kandahar, Captain Price. Ich muss sie umfliegen. Für einen Crash kriege ich nicht genug bezahlt. Thank you.
Offensichtlich haben sie die Situation nicht unter Kontrolle. Sieht nicht sicher zum Landen aus. Fast wie damals mit den Russen. Nikolai, hören Sie auf damit und landen Sie das verdammte Flugzeug. Wir sind unterwegs. Gut, Ira. Nimm hier, Jamon. Der Dorschweil, der Robot. An die Rakete ist gut im Teil. Neumann, bitte.
Nikolai wird nicht auf uns warten! Beeilung! Sorry.